Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Pokémon Legenden Arceus. Und wir sollen hier zu Celestis gehen und sie möchte mit uns über die neue Hauptmission reden. So, was gibt's denn hier zu reden? Hast du noch was Tolles für uns? Oh, der Professor. Auftragsbesprechung. Ah, er wurde auch einbeordert. Well then. Zax, du sollst Axanto erforschen und herausfinden, warum es derart in Rage geraten ist, richtig? Dann wirst du es mit einem außergewöhnlich starken Pokémon zu tun bekommen. Mitglieder des Sicherheitstrupps, die von Axanto angegriffen wurden, haben versucht, Pokébälle auf es zu werfen. Aber sie hat nicht den Hauch einer Chance, es zu fangen. Die aggressive Veranlagung mancher wilder Pokémon ist nichts im Vergleich zu seiner Rage. Okay, da meldet sich Celestis wieder zu Wort. Ich will es mit aller Deutlichkeit sagen, diese Mission bringt immense Gefahr. Bist du dafür bereit? Habe ich eine Wahl? Nein. Nein, ich werde die nötigen Informationen mit dir teilen und du wirst die Mission erfüllen. Der Diamant-Clan und der Perl-Clan halten die Pokémon, die sie Königinnen und Könige nennen, für Gesandte des ehrwürdigen Sinnoh, okay? Die Orte, an denen sie sich bevorzugt aufhalten, tragen den Namen Hoheitsstädte, okay? Dort bringen die Mitglieder der Clans ihnen Opfergaben dar oder errichten Feste zu ihren Ehren aus. Vielleicht können wir mit Axanto fertig werden, wenn wir herausfinden, welche Opfergaben es bevorzugt. Oh, da ist Yona wieder. Und okay, sie hat den Kollegen vom Diamant-Clan mitgebracht. Die Sache ist die. Hinter dem Riss im Raum-Zeitgefüge befindet sich möglicherweise die Welt, in der das ehrwürdige Sinnoh weilt. Um das ehrwürdige Sinnoh, das wir vom Diamant-Clan verehren, gebietet über die Zeit. Dass du aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge gekommen bist, könnte bedeuten, dass du die Zeit selbst überwunden hast. Ein besonderes Anliegen, okay. Einen Weg finden, es zu besänftigen. Perfect Timing, Demon. Wir haben gerade genau dafür gesprochen. Oh, Sie sind der Professor, von dem man so viel hört, was? Freut mich. Ich hoffe, Sie können mir einiges beibringen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Der Perl-Clan verehrt den König des Waldes zutiefst. Ich bin mir sicher, dass sie eure Hilfe begrüßen würden, auch wenn sie sich weigern, ausdrücklich darum zu bitten. Ehrlich gesagt haben wir vom Diamant-Clan mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Okay, noch ein Problem. Es ist ja hier ein Problem nach dem anderen. Auch einer der Könige, um die wir uns kümmern, ist in Rage verfallen. Er lebt in den Bergen fernab von hier. Es stimmt, dass in der Vergangenheit oft zu Streit zwischen unseren beiden Clans kam. Aber solange wir hier alle in Hisui leben, müssen wir solche Probleme gemeinsam lösen. Okay, leider gibt es in unseren Rängen so gut wie niemanden, der mit so einem starken Pokémon fertig werden könnte. Okay. Wir sind die einzige Hoffnung. Kein Problem, wir müssen nur noch ein bisschen trainieren. Okay. Baumriesenkampffeld. Im Innerwald. Topin. Der Junge hat einen scharfen Verstand, der ihn leider nicht vor Torheit schützt, okay? Über sein geliebtes Axanto wird er bestimmt eine Menge erzählen. Ob du ihn nun danach fragst oder nicht, okay? Ja. Das werden wir tun. Bis später. So, können wir jetzt los? Sie haben gesagt, was sie sagen wollten und haben sich dann sofort vom Acker gemacht. Ja, die Zeit ist kostbar, für uns auch.
Lumina, kommst du mit uns mit? Ah, Anhöhenbasis, okay. Als Ausgangspunkt, von da ziehen wir also wahrscheinlich weiter. Bei der Weide vorbeischauen, eine super gute Idee. So. Wer ist denn Varin schon wieder? Kennst du das? Du findest lauter tolle Materialien und kannst sie nicht mitnehmen, weil deine Tasche wieder mal... Das Taschenproblem. Deswegen haben wir vorhin ein paar Sachen weggelagert. Gibst du uns eine größere Tasche? Er kann die Tasche erweitern. Unterrichte mich. 100. Ja, 100? Wir haben 11.000. Klingt gut. Du kannst jetzt eine Item mal... Eine? Ja, unterrichte mich. 200. Klingt gut. Okay, 2. Wenn die jetzt 300 kostet, machen wir das auch direkt. Unterrichte mich. 300. Okay, hier können wir unsere Tasche erstmal richtig doll erweitern. Ich frage mich, wie weit es geht. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, viel Platz in der Tasche zu haben. 400. Es kostet immer nur 100 mehr. Ich meine, es kann natürlich schnell sehr teuer werden irgendwann, je nachdem, wie viele Plätze. Wir benötigen noch am Ende 500. Okay. Okay, wir haben jetzt 5 Plätze erweitert. So, wir machen mal ein andermal. So, dann gucken wir mal in die Tasche rein. Haben wir 5 Plätze erweitert? Ah, dann gibt's hier so ein... Okay. Ich würde sagen, 5 Plätze können wir uns auf jeden Fall noch gönnen. Okay. Was? 1000? Okay, jetzt wird's teuer. Gerade hat's 500 gekostet, jetzt 1000. Okay, wir kosten 1500. Okay, das wird jetzt schon richtig teuer. Wir bräuchten noch 3 Stück, da reicht wahrscheinlich unser Geld nicht aus. 2000, okay. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich 2500 und 3000 und dann haben wir keinen Platz mehr. Okay, das machen wir ein andermal, wenn wir mehr Geld haben. Aber ich denke mal, so, okay. Hier haben wir auf jeden Fall schon viel, viel mehr Platz als vorher. War hier noch eine Nebenaufgabe irgendwo? Hier hinten. Die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Ah, hier ist dieses Brett. So, die frechen Blitzer. Okay. Spielgefährte. Okay, hier haben wir alle. Oh, was haben wir hier? Ach, wie süß. Da sitzt es in seinem Planschbecken. Okay, wir haben Tasche erweitert. Wir haben Nebenmissionen angenommen. Und wir haben ein super großes von diesem... Oh, ich weiß wieder nicht gerade, wie sie heißen. Hier, Bamelin, genau. Ein großes Bamelin haben wir ja. Und der hier will auch uns wohl noch eine Nebenmission geben. Hm, du siehst wie jemand aus, der Freude am Basteln hat. Okay, eine neue Anleitung. Was bekommen wir? Pokémon Kokeshis, okay. Wir brauchen 3 Stück Holz.
Wir haben ein Stück Holz. Okay, da können wir auch einen Wegweiser aktivieren. Herstellen. Wir machen erst nochmal hier 10 Pokebälle. Und ich bin gerade am überlegen, wir können hier vorne nochmal hingehen. Ich glaube, hier gab es Pokebälle zu kaufen, oder? 100 hat einer gekostet. Okay, wir kaufen hier nochmal 20. 61 Pokebälle, das hört sich gut an. So, jetzt würde ich aber nochmal hier hinterlaufen. Ich glaube, der stand ganz hinten hinter dem Tor. Und der wollte so ein Bämmelin, so ein großes. Ich hoffe, wir haben jetzt ein großes, weil wir haben ja auf jeden Fall 2 Stück, glaube ich, gefangen, die relativ groß sind. So. Die hatten wir schon. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier können wir leider nicht sehen, welches das große ist. Wir müssen hier immer auf Bericht gehen. 066. Okay, 070. 075. 079, es wird ja immer größer. Sehr gut. Ah, Level 4. Okay, das macht anscheinend nichts aus, je nachdem, welches Level die haben. Das ist sehr klein. Wir haben keins, was über 1,80 ist. Wie ärgerlich. Schade. Okay, ich habe gedacht, da wäre 2 groß, aber... Groß ist anscheinend auch wahrscheinlich schon über 1,70. Dann reicht das natürlich noch nicht. So, dann laufen wir mal hier vor. Ich würde sagen, bevor wir weitermachen, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal umgucken. Und wir haben noch eine Zwischensequenz. Ah, na, wie ist das Wertebefinden? Okay, unser... Kollege schon wieder. Auf jeden Fall haben wir das schon gemeistert. Oh, Supertränke. Sehr schön. Du kannst öfter vorbeikommen. 3 Supertränke. 100 Punkte. Sehr schön. Dann geht's jetzt weiter. So. Können wir jetzt nicht ein neues... Ah, hier können wir Anhöhenbasis. Ich bin am überlegen, ob wir zur Graslandbasis gehen sollen und da lieber noch ein paar Pokémon fangen. Wobei, wir brauchen ja auch diese Kleinsteine. Anhöhenbasis. Oder wir schauen erstmal, wo wir jetzt hin müssen und gucken mal, wie weit das davon weg ist. Vielleicht sollten wir Pokémons auch noch wechseln. Pokémon. So, also, wir haben... Wobei, die haben eigentlich schon relativ... Ich würde gerne... Kleinstein würde ich gerne mitnehmen, tatsächlich. Kleinstein. Und Kleinstein tauschen wir gegen... Bidiza aus, würde ich sagen. Und hier, das hier. Zierpass Level 12. Käfer-Pokémon. Das tauschen wir gegen... Hier, Papinella ist ja eh schon voll entwickelt. Okay, lassen wir das mal so. Okay. Hier will keiner mehr was von uns. Da hinten geht's weiter. Dann schauen wir doch mal, was sich hier hinterm Hügel befindet. Na toll. So. Das gibt's doch nicht. Dann haut halt ab. Da ist wieder ein Kleinstein. Und wir brauchen auf jeden Fall hier das Gestein. Schwarzglanzgestein, sehr gut. Wir müssen hier runterlaufen. So weit ist der Weg, okay.
Okay, hier runter. Und dann gibt es da vermutlich eine Flussüberquerung und da ist der große Baum, wo wir hin müssen. Oh, und da unten wackelt wieder ein Gestein. Das hat sich nach einem Kleinstein angehört. Ja. Oh, was haben wir da? Können wir gegen das kämpfen? Starabia. Was? Es hat uns angegriffen. Direkt. 34 von 70. Habe ich die Beleber dabei? Okay, wir... Ach, ruckzupfen. Ah, das geht vermutlich nicht. Oh doch, es geht. Wir sind nochmal dran. Krafttechnik. Level 15. Okay, Level 15 ist natürlich schon ziemlich stark. Vielleicht sind wir hier noch nicht ganz richtig. Es könnte sein, dass wir zu früh hier in dem Bereich sind. Bei Level 15. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal Level 15. Dafür haben wir jetzt ein Level 15 Pokémon. Neu, sehr gut. Okay, wir müssen den Beleber einsetzen. Wobei, den Beleber müssen wir eigentlich nicht einsetzen. Ich würde einfach mal hier... direkt einfach nochmal nach oben gehen. So, kommen wir hier. Nochmal nach oben. Und hier runter. So, und hier können wir uns gerade ausruhen. Dann sparen wir uns den Beleber. Ausgeruht und wieder putzmunter. Super Sache. Okay. Wir gehen nochmal weiter. Ich guck mal, vielleicht kommen wir ja weiter. Aber wenn das Kleinstein da auch so ein hohes Level hat, dann müssen wir auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen leveln. Weil unser Feuerigel ist wirklich das stärkste mit Level 15. Oh, und was haben wir da unten? Ein Pilz-Pokémon. Das ist auch schon die Entwicklung. Aber wir sind ja Feuer. Vielleicht haben wir eine Chance. Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine Chance haben. Es hat rote Augen. Es hat rote Augen. Attacke. Level 30. Bitte? Es wird still. Einsatz von Filzspore gesehen. Das hat mir tatsächlich auch gereicht. Level 30 ist dann doch schon ein bisschen sehr viel. Okay, wir können probieren hier vielleicht die Kleinen hier. Ach, das können wir nicht fangen, weil es wieder rot ist. Dann sammle ich hier Glanzsteine. Einmal da hoch. So, hier. Okay, wir probieren mal eins hier aus dem hohen Gras zu fischen. Nein, ihr habt uns nicht gesehen. So. Ein Überraschungstreffer. Wir haben es gefangen, Level 10. Und können wir das hier auch überraschen? Nein, es hat sich bewegt.
Verdammt, es hat uns gesehen. Was wächst hier? Schwertling, okay. So. Sehr gut, Level 11. Okay, und was haben wir hier im Baum drin? Okay. Wieder ein Burmi. Level 12. Ich hoffe mal, in Level 12. Ich wollte gerade sagen, in Level 12 überlebt wahrscheinlich. Aber dann irgendwie halt auch doch nicht. Entwicklung möglich. Wir haben eine Entwicklung freigeschaltet. Staralili. Entwickeln. Auf jeden Fall. Staravia. Sehr gut. Okay. Level 14. Okay. Ah, es rennt weg. Oh, und was haben wir da hinten? Ah, das ist hier so eins, was wir schon haben. Wie ist es gleich wieder? Hier, Peise. Vielleicht haben wir Glück. Okay, es ist geflüchtet. Oh, hier haben wir noch ein großes. Aber das haben wir ja schon besiegt. Wobei das bestimmt ein höheres Level hat. Attacke. Level 30. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Weg, 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 weg. Wir hauen mal lieber ab. Einsatz von Schlitzer gesehen. Super Sache. Wir haben. Habe ich mir schon immer gewünscht. Also die großen Pokémon mit Level 30 sind viel, viel, viel zu stark für uns. Da müssen wir noch einiges leveln. So. Ich weiß halt nicht, ob wir hier leveln sollten. Ich glaube, am sichersten ist es tatsächlich, wenn wir einfach viele Pokémon fangen und so immer Erfahrungen bekommen. Oh, die haben hier einen Damm gebaut. Okay, das wollte nicht klappen. Eigentlich Pokémon im Wasser? Ah, können wir einfach mitnehmen. Die sind vom Level bestimmt auch stärker. Wahrscheinlich brauche ich hier einen besseren Ball. Ah, es hat Level 11. Einmal hier hoch. Kommen wir hier hoch? Okay, hier hoch scheint es nicht zu gehen. Aber vielleicht hier so schräg? Okay, das geht auch nicht. Also müssen wir außen rumlaufen. Hier? Sehr gut. Die Pokémon sind also noch zu stark für uns. Wir müssen auf jeden Fall hier leveln. Da oben steht einer. Oh, du stehst ja auch hier. Guten Tag. Sehr schön. Okay. Das haben wir wieder überrascht. Da oben fliegt eins. Und da hinten steht eine Blume.
Was möchte der hier? Ah, okay. Das mit dem Baum, der wackelt, das haben wir aber schon festgestellt. Da hinten wackelt wieder ein Baum. Oh, da ist ein Pichu. Ein Pichu, ich habe ein Pichu gesehen. Die Frage ist, erstmal das Pichu? Das soll uns nicht sehen, wir probieren jetzt als allererstes mal ohne Kampf. Ach, wie süß. Okay. Pichu, Level 11. Sehr schön. Und sogar ohne entdeckt zu werden. Da ist es wieder. Okay, kein Kampf. Wir werfen diesmal direkt einen Pokéball. Ich hoffe, das klappt. Sehr schön. Da haben wir auch unser erstes Gummi. Level 9. Neu. Und hier sind ein Haufen Bäume mit Aprikokos dran. Ein Pikachu, ein weibliches Pikachu. Eins mit einem Herzschwanz. Hallo, Pikachu. Pika Pika. Wir kämpfen. Das will ich unbedingt haben. Okay. Ruckzucki. Okay. Oh, Donnerschock. Das kann ich angreifen, okay. Dann vielleicht reicht es, wenn wir jetzt schon einen Ball werfen. Bitte, bitte, bitte. Pikachu wäre super cool im Team zu haben. Sehr gut. Levelaufstieg für Kleinstein, neue Attacke und wir haben eine Entwicklung freigeschaltet und wir haben ein leichtes Pikachu gefangen. So, dann fangen wir doch hier gleich weiter. Okay, das haben wir aufgefangen. Sehr schön. So. Gibt es eigentlich eine Quickreise, dass wir jetzt sagen, wir wollen hier wieder verloren. Ah, das ist die Quest. Können wir hier? Ja. Perfekt, wir können hier per Quickreise hin. Okay, das ist natürlich super. Okay, so. Shinux entwickelt sich. Dann wird es auf jeden Fall stärker. Das gefällt mir auch schon wieder gut. Aus einer kleinen Katze wird eine große Katze. Luxio, okay. Sehr gut. Level 15. Allerdings sind wir trotzdem noch weit von Level 30 entfernt. Wir gehen aber trotzdem mal kurz zum Professor. Wir gucken mal, wir haben 10 Pokémon gefangen. Einmal Bericht erstatten. 3400. Sehr schön. So. Wie viel haben wir gesammelt? 410? 100? 510 Punkte. Okay, da fehlen noch 1000. Wir setzen natürlich unsere Forschung fort. Ich weiß nicht, ob wir die... Müssen wir die heilen? Ja. So, einmal ganz kurz ausruhen. Ha.
So, wieder putzmunter. Sehr gut. So, also wir müssen auf jeden Fall ein paar Level machen. Ich weiß nicht, ob das hier so spannend ist, wenn ich hier nur rumlaufe und Sachen sammle und ein paar Level mache. Ich würde fast sagen, machen wir hier die Karte. Wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Ich gehe nochmal zurück hier. Windpassage. Wo war das erste Basiscamp? Verlorene Items. Mündungskamm. Hier ist die Geweihanhöhe. Ich gehe nochmal in die Anfangswelt zurück. Hier ist das... Ich sehe das andere Camp gar nicht. Wo ist das? Ach, hier oben. Ich gehe genau hier. Hier ist Hufeisenwiesen. Ich gehe hier nochmal zurück, fange nochmal ein paar Pokémon, gucke, ob ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Bis wir vielleicht so auf Level 20, würde ich sagen. Also ich würde gerne das Feuerigel auf Level 20 haben und das andere nehme ich so mit, wie es kommt. Das würde ich jetzt machen und wir sehen uns dann, wenn mein Feuerigel Level 20 ist. Und dann schauen wir mal, ob wir dann besser weiterkommen. Also macht's gut, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal.